Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. In der letzten Folge Pokémon Ruby Destiny Rescue Rangers haben wir komische Kacke gemacht. Wir hatten einen tollen Bosskampf gegen 6 Sichlor und die haben uns danach zu einem Wettrennen rausgefordert. Und wir haben erfahren, dass sie, wir mussten den Bosskampf machen, weil sie Smetbui, Mutter von Raupi, bedroht haben. Weil sie kein Rennen mit ihnen machen wollte. Ich bin immer noch verwirrt. Aber hey, ich weiß jetzt, wie man rennt. Geil, ne? Hi. Na, mein Geld reicht hier nicht, damit ich mir irgendwas holen kann. Seht ihr das? Ich kann rennen. Wirklich? Ja, okay, ich wollte einfach mal gucken, was hier los ist. Jedenfalls ist das meine Ausrede, weil ich verpennt habe, dass ich ja gar nicht mehr dahin muss, sondern hierhin. Wie war das Rennen? War schon lustig. War ja, war lustig. Bin froh, das zu hören. Ich glaube, ihr seid für eine andere Mission hier. Ja. Ja, dann macht die Wochenende, oder? Okay. Also, ich hab hier was. Ist von einem Dartiri. Ein Drachen-Pokémon. Was steht drauf? Also, hier steht, dass das Dratini Hilfe braucht, um seinen Test im Kristallberg zu bestehen. Das ist... Nein! 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 Ja! Der Entwickler oder die Entwickler haben den ersten Dungeon jetzt genug gemolken. Jetzt beginnt man das ganze Terrain mit dem nächsten. Bitte nein, bitte sag nein, bitte sag nein. Genau das bin ich gerade. Bitte sag nein. Aber es war so klar. Stimmt schon. Ich sagte doch bitte. Okay, wir nehmen den Job an. Ich wusste, ihr werdet das sagen. Hier, es ist vom Dartiri. Es sagt auch, wer ihm helfen will, sollte das haben. Oh, eine VM. Wenn das jetzt Surfer ist, bin ich im Arsch. Dann yeah. Oh, ja, cool. Wieder denselben Dungeon 84,5 Mal durchrennen. Wie wäre es erstmal mit... Blitz. Nein. Kann jeder leer... Nee, nur die zwei. Oh, ich will das niemandem beibringen müssen. Jetzt habe ich zwar die TM von Geheimpower vollkommen verschwendet, aber YOLO. Und ich sollte mein Leben hier vorzügen. Das ist schlechte Balance, wenn auf so einer niedrigen Level-Base, wenn man drei Pokémon hat, eins drei Level unter einem anderen ist. Aber ich bin trotzdem völlig overlevelt und weiß nicht mal warum. Am Anfang habe ich zwar die, so ziemlich jedes Pokémon bekämpft, aber seit der letzten Folge kein einziges. Und war, mir fällt das gerade selber erst auf. Ich hoffe, dass das in den anderen Folgen nicht auch so. Ich rede aus irgendeinem Grund fucking viel schneller, wenn ich vorspule. Was ist los? Das ist mir gerade aufgefallen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich das vorher schon gemacht habe. Also, ich versuche jetzt mal normal schnell zu reden, auch wenn ich vorspule. Es gibt eigentlich auch keinen Grund, warum ich das nicht sollte, aber gut. Ja, hier muss ich lang, ne? Genau, weil hier konnte ich letztes Mal nicht lang. Offensichtlich der falsche Weg. Nee, auch kein unsichtbares Item. BTR, wozu gibt es diesen Ort? Genauso wie alle 8,5 Meter eine Heilpflanze. Das ist voll komisch. Ah, neues Pokémon. Da ist Dratini. Dratini ist was anderes. Dratini. Oh. Hier ist irgendwas am Strand. Ich wette. Ah nein, da geht's nicht weiter. Ich wollte gerade sagen, ich wette, da muss ich bei der nächsten Mission lang.
Oh, ihr seid dieses Kack-Team, ne? Ja. Danke! Lass einen Weg zur Spitze mal angehen. Sollen wir? Ja, wir warten nur darauf, dass du endlich deinen Arsch bewegst. Oh, sorry. Ich frage mich, ob wir die Eistauros drin sehen. Wenn sie wirklich teilweise Eistyp sind, könnten wir doch einfach Flamly benutzen, oder nicht? Ja, ja, lass losgehen. Ich dachte, ich brauche den Blitz. Was ist das? Oh, hier gibt es keine Heilpflanzen mehr, sondern Heilsteine. Ohne Onyx, jawohl, jetzt kannst du hier mal, ne, ausgelutscht. Level 18. Aber das größte Problem ist, ich wollte ja auch Pikachu-Level. Okay, bei Zubats könnte ich das. Aber gegen so Onyx sowas, ne? Ja, okay, wenn ihr Zubats sind, schon. Aber erstmal wollte ich hier sowieso, ne? Erste Treppe. Aha. Flash. Die Animation ist aber cool. Wenn man nur einen Teil sieht, ist das fucking nervig übrigens. Nur falls ihr es nicht wusstet. Wenn ich richtig bin, dann bin ich übrigens cool. Oh, Stolunior. Ich mag Stolunior. Ja, zu dem Item kommt man hier. Das habe ich gehofft. Eine Lepperberry. Fast eine Lappenberry. Würde zu mir passen. LOL. Ah, hier ist die Treppe. Ist das Eis? Jetzt mal im Ernst, ist das hier so kalt? Soll das Kälte darstellen oder ein Sandsturm? Vor allem, weil hier auch Sand liegt. Aber für mich sieht es halt eher nach Eis aus. Und im Kampf ist gar kein Wettereffekt. Und man merkt, wie schwer das Spiel ist. Also, sorry, dass ich hier eigentlich verdammt overpowered bin. Ich bin halt kein Experte im normalen Pokémon. Mystery Dungeon schon eher. Aber das hier hat halt Kampfprinzip vom normalen Pokémon. Und ich besieg ja auch nicht mal so viele Gegner. Okay. Da ist die Treppe. Also ich laufe hier die ganze Zeit über Treppen, aber da ist die richtige Treppe. Ich bekämpfe ja auch schon die meisten Dinger hier gar nicht mehr. Oh, Leute, wir sind in der Höhle. Die AP halt. Der Nebel wird dichter. Kristall. Oh, was? Erstmal. Das könnte ein Problem werden. Ja, und wie kommen wir da durch? Ich kann surfen. Yeah! Halt's Maul, Nivia. Findest du das toll? Ah, nee. Das war jetzt einfach zu. Kommst du damit klar? Ja, Logo. Okay. Okay, wir sind da. Danke, dass ihr mit dem Dratini Cruise Ship gefahren seid. Wir hoffen, ihr habt die Reise genossen. Schiff. Was ist ein Schiff? Das ist ein drachenbezogenes Wort. Wenn du das sagst. Okay, irgendwas ist faul mit dem Ding. Schiffe haben nichts mit Drachen zu tun. Eher mit Menschen. Und das ist Eis, das kann man kennen. Also ich glaube, das ist wer, wo die Eistauros leben. Ich frage mich, wie sie aussehen. Vielleicht sehen sie aus wie das da. Ah ja, es rennt auf uns zu. Ihr seid so ruhig wie zwei sitzende Enten. Das Ding greift uns an. Bitte was, das ist jetzt ein fetter Bosskampf. Wow, das ist cool. Natürlich bin ich mit MT hier vorne. Und Legi-Musik. Ja, sorry, aber ich muss die Quatsch. Wenn ich auswechsle, dann kriege ich richtig. Mit Endivio oder Raupi konnte ich nicht kämpfen, aber mit Dratini. Also, das Ding ist teilweise Typ
Eis. Ich gehe mal auf Pikachu. Wie viel Damage machst du? Oh. Jetzt bist du paralysiert, du Keck. Und jetzt kriegst du auf die Schnauze. Jetzt kriegst du noch mehr auf die Schnauze. Okay, Pikachu ist tot. Jetzt habe ich gewonnen. Ja, wer hätte das gedacht? Ich habe gewonnen. Woo! Jetzt kriegt Pikachu halt wieder keine Erfahrung. Ah, gut, Healing Stone. Aber jetzt muss ich schon wechseln. Ich will aber nicht auf Flamly. Ich gehe auf Pikachu bzw. Günther. Ja, hier trifft man jetzt echt nur diese Viecher. Auch wenn ich mich dann frage, warum das erste dargestellt wurde wie ein Bosskampf. Oh nein, Rutschrätsel. TM7. Das wäre... Hagelsturm. Hier ist der Gott der Eisrätsel, Leute. Und jetzt bin ich hier komplett im Eis. Was ist das da? Nee! Bruder muss los! Dratini, was für ein Test machst du gerade? Das Ding da ist ein Rayquaza. Ja! Ist das die Spitze? Ich glaub schon. Ich glaub, wir sind tot, wenn wir runterfallen. Jetzt machen wir doch keine Angst! Ich glaub, wir sollten uns beeilen und die Mission beenden. Okay, folgt... Nein, folgt ihm nicht! Rayquaza? Bitte was? Ich glaube, wir sind auf der falschen Seite des Berges. Sollen wir rennen? Nein, nein, bitte nicht. Ich war nur überrascht, das ist alles. Rayquaza ist hier, um mir zu erzählen, ob ich mit beiden Drachen mitmachen kann. Okay. Rayquaza, ich bin hier, um mit beiden Drachen mitzumachen. Steve, richtig? Steve? Es war so klar. Ja, bin ich. Also, Rayquaza. Hab ich bestanden? Du klingst selbstbewusst und ich fühle, dass es dir wichtig ist. Aber du kannst nicht bei ihm mitmachen. Bitte, warum nicht? Meine Entscheidung ist endgültig. Das ist nicht fair. Endivia hat recht. Gut, drehen wir das um, was wir in der letzten Folge hatten. Warum ist Dratini nicht qualifiziert, um damit zu machen? Er gehört nicht zu den Drachen. Er hat einen wichtigeren Platz, um zu sein. Aber ich kapier's nicht. Okay, das stimmt nicht. Ja, ich stimme zu. Du kannst ihn nicht einfach da hier lassen. Er ist so weit gekommen, um seinen Traum zu erreichen. Okay, wir schlagen ihn zusammen. Wollt ihr mich verarschen? Seid ihr behindert? Ihr... ihr greift erstmal so ein Fuck-Rayquaza an. Wollt ihr mich komplett triggern? Das sieht ja aus, als würde das ein sehr guter Kampf werden. Willst du mich verarschen? Ein Glück, dass ich so viel Schaden mache. Oh, aber es fuckt ab. Das war die Hälfte des Lebens. So, komm, Dratini, mach es kaputt. Jawohl, zwei sind tot, aber... Scheiße, Pikachu hatte Ruckzucki. Keiner von den beiden. Antikraft wird dir so auf die Schnauze geben. Und er ist verkackt. Fuck. Endivia. Bitte helfen Sie mir. Woo! Yeah!
Es ist unrealistisch, dass ich das gewinnen konnte. Aber wieso zum Fick ist Rayquaza auf Level 18? Ich hab gewonnen! Und Endive kriegt als einziges Erfahrung 2 Level! Pikachu, du musst gelevelt werden. Ich hab gewonnen! Punkt. Nur 1500, willst du mich verarschen? Die scheiß sich los, haben viel mehr gegeben. Hast du es dir nochmal überlegt? Ich sagte, meine Entscheidung ist endgültig. Aber... Ich muss mit den Drachen sein, weil ich will deine Freunde suchen. Genau wie... Okay, Steve. Versteh, Steve. Du gehörst nicht zu den Drachen. Du gehörst hierher. Ich würde auf Deoxys tippen. Rayquaza, du kannst dich nicht immer verstecken. Ach, verdammt. Ja, ich denke schon. Rayquaza ist weg. Was für ein Schrei war das? Ja, ich glaube, das war Rayquazas Rival aus dem Himmel. Ja. Dings, Endivi hat recht, das war... Was, das ist doch nicht... Das google ich jetzt. Oh, fuck. Erstens, yay, ihr habt jetzt gesehen, dass ich immer den Evolution Squad Comic lese. Kann ich euch empfehlen, toll. Und zweitens, von dem Ding habe ich noch nie gehört, was daran liegen könnte, dass es kein echtes Pokémon ist. Das Ding ist komplett weird. Aber ich mache lieber im Hintergrund mal die Bilder zu. So. Ja, Angelallen habe ich noch nie von gehört. Meine einzige Chance. Tut mir leid, was das Ergebnis vom Test geworden ist, Dratini, aber wir können nichts mehr machen. Wir können auch zurückgehen. Meine einzige Chance. Ich fühle mich so alleine. Hey, Dratini. Oh, Pikachu. Genau dieselbe Situation wie mit Rose. Danke fürs Mitkommen. Ich werde schon klarkommen, irgendwie. Steve, du bist Steve, richtig? Ja, bin ich. Erzähl mir. Du wolltest dein Drachen sein, damit du deine Freunde finden kannst, richtig? Ja. Ja, das erinnert mich. Woher wusstest du die Begründung? Ich hab's niemandem erzählt. Und ja, ich suche meine Freunde. Ja. Weil du bereits einen gefunden hast, Steve. Hä? Erzähl mir. Du bist kein Pokémon, richtig? Und du warst mit Günther, bevor du hierher gekommen bist, richtig? Und du warst besorgt, was den anderen passiert ist. Also hast du dir einen Plan ausgedacht, nach ihm zu gucken. Stimmt's? Wie kannst du das alles wissen, Pikachu? Bitte glaub mir, ich bin Günther. Bitte was? Du bist Günther? Ja, hi Steve. Ich bin auch irgendwie... Du warst auffällig, als du Schiff gesagt hast, als du uns übers Wasser gebracht hast. Oh ja. Bin froh, dich zu sehen. Rose wird auch froh sein, das zu hören. Du meinst, du hast sie auch gefunden? Das ist cool. Ja, aber ich hab Mark und Stagol noch nicht gefunden. Ich glaube, es wird unsere Suche schneller machen, wenn wir uns zusammenschließen. Kann ich eurem Team joinen? Ja, klar. Danke, Günther. Kein Problem. Also lass losgehen und Flamly und Endivio erzählen. Du meinst, sie wissen bereits, dass du und Rose nicht Pokémon sind? Ja. Cool. Okay, los geht's. Ist das echt ein neues Teammitglied? Und da ist dieses Vieh. Sie sind weg. Okay. Na dann. Ich sagte ja schon, als das Dratini uns übers Wasser gebracht hat, es war eigentlich klar. Damit haben wir den zweiten von unseren Freunden. Was sagst du dazu? Das ist cool, Steve wiederzusehen. Gibt mir die Hoffnung, dass wir auch Mark und Jagold wiederfinden können. Welcher Spaß, die heißt überhaupt so? Komm, ich nehme No Risk, No Pun, nächster Auftrag. Ich mache heute mal eine etwas längere Folge, hab grad Bock.
Ja, hier ist ein Brief von einem unbekannten Absender. Echt? Ja, hier ist es. Also, er sagt, er will euch dort treffen, wo ihr Rayquaza getroffen habt. Rayquaza. Ihr habt das legendäre Rayquaza bekämpft? Ja, wir sind lebensmüde! Oh Gott, was ein Abenteuer, ja. Okay, also es sagt auch, dass euch Azab treffen wird. Was ist das? Hä? Es heißt, so bald wie möglich. Okay, wir nehmen den Job. Seid vorsichtig, werden wir. Ich bezweifle das. Wir sehen uns gleich wieder, weil ich euch das nicht antun will. Und mir eigentlich auch nicht. Ah! So, bin da, Leute. Ich habe auf dem Weg noch rausgefunden, dass zum Beispiel an der Stelle, an der man mit Ratini surft, da ist ja so ein Loch. Wenn man da reinspringt, landet man wieder in der ersten Ebene des Dungeons. Außerdem sind inzwischen alle auf Level 20. Ja, ich rechne ja persönlich mit einem Bosskampf. Ich weiß halt nicht, was für ein Ding. Ja, sehr gut. Und was für ein Typ ist das jetzt? Ihr habt euch entschieden zu kommen. Gut, ich bin ungeduldig geworden. Dieses Ding sieht stark aus. Ich hoffe nur, dass Flamly nix sagen wird, dass dafür sorgt, dass wir es bekämpfen müssen. Achtung, eine Warnung. Flamly wird gleich etwas sagen, das dafür sorgt, dass wir dieses Ding bekämpfen müssen. Was ist dein Problem? Warum wolltest du uns sehen? Und meine Hoffnungen sind verloren. Du warst gestern bei Rayquaza, nicht? Vielleicht, nein. Also, wir verpissen uns. Hey, wo gehst du hin, Günther? Ich geh nur kurz frische Luft schnappen. Wir sind auf der Spitze eines Berges, Günther. Hier ist genug Luft um uns rum. Aber ich bin erstmal, ich meine, ich hasse euch. Oh, warum? Ja, wir waren bei Rayquaza gestern, also. Also, ihr wart nicht. Das sagt alles. Ich bring euch um. Und warum bekämpfst du uns jetzt einfach so? Es ist nicht so, als ob wir irgendwas getan haben, um dich zu verarschen oder sowas. Halt's Maul! Okay. Aber wenn wir dich kaputt machen, dann erklärst du uns alles, Angelalde. Und ja, wie immer. Nochmal Game saven. Yo! Legendary Pokémon. Das sah auf den Bildern anders aus, die ich gesehen habe. Da sah das einfach aus wie ein Dratini mit Flügeln. Ist es vielleicht Typ Eis? Da hätte ich ja nichts gegen. Sehr gut! Geil! Drache! Leck mich. Oh Gott, mache ich viel Schaden. Ich bin tot. Ich habe verloren. Ja! Geil! Ich glaube, das könnte problematisch werden. Das Ding spammt Doppelteam. Nee, also, nee. Das probiere ich gar nicht erst. Ich bin nicht blöd. Der hier. Obwohl, habe ich noch ein Stat vor dem Kampf. Wir haben heute den 15.04. Und um etwa 11 Uhr müsste das sein. 11:07 Uhr? Geil, ich habe den Fehler schon wieder gemacht. Ich habe den State nicht geladen, sondern gelöscht. Damit bin ich im Arsch.
Ich muss mit Pikachu liegen. Ich muss das Ding so schnell paralysieren wie irgendwie möglich. Dann muss ich es irgendwie runterchippen. Jetzt versuchen, hier was auszurichten. Das macht nichts! Was? Das Ding ist broken! Ja, ich kann das nicht vergiften. Natürlich auch Junge! Wow, ich leb noch. Warum glaube ich, dass ich diesen Kampf nicht so schnell schaffen werde? Ich treffe das Ding nicht! Ah! Fisch! Na toll! Ich gewinne das noch! Mein Kackparalyse! Und ich dachte, ich würde keine Probleme mit meinen Zitrusbeeren bekommen. Wenn ich diesen Kampf gewinne, dann will ich, dass ihr alle diesen Kanal abonniert. Vergesst es! Alter! Junge, das Ding... Ich bin paralysiert und das Ding ist auf 78 Doppelteams! Ich sag doch 78 Doppelteams! Hä? Hat das Ding keine AP mehr? Leute, das Ding hat, glaube ich, keine AP mehr auf Drachenatem. Leute? Ja! Scheiße! Ich weiß nicht, wie der mich gerade hört. Ich hab gerade meinen Plüschdöner durch den Raum geworfen und jetzt ist die ganze Füllung rausgeflogen. Ich bin blöd! Jetzt geh doch rein und kein Ich bin nicht aggressiv, das hört sich nur so an. So, ich lege jetzt einfach die Hälfte der Füllung daneben, die passt da nicht rein. Jetzt muss man sich nur überlegen, ob es was wert war. Ich habe, glaube ich, 17 Zitrusbeeren benötigt. Aber ich habe gewonnen. 1000 EP. Ich habe gewonnen.
Easy! Ich bin unter den Rivalen meines... Nee. Unter den Angehörigen meines Rivalen gescheitert. Bitte, was? Was laberst du? Ich glaube, er hat gesagt, dass er unter den Anhängern seines Rivalen gescheitert ist. Ja, ach, danke! Ich verstehe nicht, warum ich da bin. Es ist noch nicht zu Ende. Ich werde dieses Ende nicht akzeptieren. Jetzt wart mal einen Moment. Hör uns mal an. Was meinst du bei Rayquazas Anhänger? Glaubst du wirklich, dass wir Rayquazas Anhänger sind? Streite das nicht ab. Ihr seid seine Anhänger. Ich glaube, du hast ein bisschen zu schnell gehandelt. Angelallen heißt es für mich, auch wenn es nicht so heißt. Ja genau, angelallen. Also es ist schon wahr, dass du gedacht hast. Es ist wahr, dass du gedacht hast, wir wären Rayquazas Anhänger. Erzählt mir etwas, das ich nicht weiß. Also für Anfänger, wir sind nicht Rayquazas Anhänger, wir sind ein Rettungsteam. Zweitens, wir sind gestern gekommen, um Dratini zu eskortieren, damit er Rayquaza hier treffen kann, damit er den Drachen beitreten kann. Und der Grund, warum er das will, ist, weil er seine Freunde finden will. Weiß dieses Dratini nicht. Warte. Oh, irgendwas mit Wächterdrachen auf jeden Fall. Dass die Drachen, bei denen das Dratini beitreten will, die vier Wächterdrachen sind. Die vier Wächterdrachen? Ja. Ich bin der Wächter des Himmels. Davyhel ist der Wächter der Hölle. Rayquaza, mein Rivale. Der Wächter der Atmosphäre. Und Breferna, der Wächter des Lebens. Rayquaza hat dich nur mit uns verarscht. Was eigentlich... verarscht, dass du bei uns mitmachen kannst. Was ist nicht, was unmöglich ist. Guter Dialog. Okay, ich gebe zu, dass ich mich über euch geirrt habe. Aber lasst euch nicht nochmal von Rayquaza reinlegen. Ich glaube, er hat uns falsch behandelt. Was denkst du über Rayquaza? Ich glaube, der hat uns nicht so viele Zitrusbeeren gekostet. Was war das? Ich glaube, Angelallen hat recht über ihn. Ja, ich auch. Nee, finde ich nicht so. Bitte was? Warum? Ja, wenn Rayquaza der Böse wäre. Er könnte Stevie einfach verarschen, wenn er wollte. Aber er hat's nicht. Also... Er hat gesagt, dass Steve nicht zu den Drachen gehört. Und Rayquaza hat auch gesagt, dass Steve hierher gehört. Das heißt, dass Steve zu uns gehört. Ich bin nicht so sicher, aber ich glaube, Rayquaza hat bemerkt, dass wir beide irgendwie verbunden sind. Ich glaube, ich verstehe es. Echt nicht. Ich erklär's, wenn wir zurückgehen. Okay, es wird hier langsam kalt. Hier wird es langsam kalt. Willst du mich verarschen? Ich glaube, das war keine gute Idee. Für mich. Also. Wie sich so zu behandeln. Ich glaube, du hast das gut gemacht. Immerhin brauchen wir sie alle zusammen. Denkst du wirklich, sie könnten überlebt haben? Sie würden die Chance haben zu überleben, wenn du deine gesamte Power benutzt hättest. Ich habe nicht meine ganze Macht genutzt. Und ich weiß bereits, dass sie noch nicht stark genug sind, um mich wirklich zu bekämpfen. Immerhin sind sie sicher. Okay, wir sollten zurückgehen. Oh Gott. Lange Folge, kranker Kampf, krank alles.
Die Story scheint zu eskalieren. 4 Wächterdrachen. Und wenn die anderen auch nur ansatzweise abgehen. Eine Sache werde ich diese Folge jetzt aber noch machen. Kekleon, hey. Du, weißt noch, wie ich neulich gesagt habe, ich werde wahrscheinlich mit Zitrusbeeren kaufen müssen. Die sind zu teuer. Wie viele habe ich jetzt noch? Und ich weiß, ich hätte auch einen Beleber nutzen können, aber das hätte nichts gebracht. So, ich kann mich dann wieder auch in einem Dungeon heilen. Da sind ja immer die Heilsteine oder Pflanzen. 9 Stück. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Pokémon Ruby Destiny Rescue Rangers. Bis dann. Ciao. Und nicht vergessen, ich habe gewonnen, also müsst ihr jetzt alle abonnieren.